Ich komme von Vault-Tec. Wir müssen zum Vault. Sofort! Oh mein Gott! Sie sind jetzt in Sicherheit. Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Herzlich willkommen hier zurück zur dritten Folge von Fallout 4 hier auf Zahnschmerzen mit mir, dem Santino. Wir sind hier gerade aus der Kyro-Kapsel entlassen worden und Sean ist tot. Nein, Nate ist tot, Sean ist noch am Leben, wurde entführt und wir haben nichts herausgefunden durch den Computer. Wir wissen nur, dass alle tot sind. Unsere Aufgabe ist jetzt einfach hier wegzukommen. Aber wir können mal gucken, hier ist ja noch ein Kapselbereich. Vielleicht ist ja hier irgendwas, was uns Informationen gibt. Ich würde mich gerne wieder komplett umschauen. Die Clipboards brauchen wir nicht. Was haben wir denn hier? Wir haben hier noch einen Anzug, einen sauberen Boardanzug. Den nehmen wir mit. Den können wir für Reparaturen gebrauchen später. Wer ist denn hier drin? Das sind alles Menschen, die ich nicht kenne. Ich probiere es jetzt gar nicht. Ich weiß, das funktioniert nicht. Hier ist auch kein Computer in der Nähe. Das heißt, wir können wieder nichts herausfinden. Dann gehen wir aber mal weiter. Oh, das klingt nicht gut. Was ist hier drin? Wir sollen ja eigentlich da lang anschauen. Ne, wir müssen dahin, wo wir gerade hingucken. Aber hier sind noch ein paar Sachen. Ein Schraubenzieher nehmen wir mit, auf jeden Fall. Einen Schraubenschlüssel nehmen wir mit. Und vielleicht können wir damit allein schon kämpfen. Das wäre schon mal nicht schlecht. Wie? Waffen. Da? Nee. Hier? Nein. Moment, ich muss noch kurz gucken. Das ist Springen. Das sind die Fäuste. Okay, Waffen können wir noch nicht. Wie kann ich die Waffe wegstecken? Okay, habe ich. Alles klar. Oh je, da sind Kakerlaken. Riesenkakerlaken. Nicht lecker. Safety first steht da. Genau. Das ist auch richtig so, denn wir brauchen Waffen. Irgendwas, mit dem wir uns ausrüsten können. Bei den Terminals ist es so, ich werde die einfach vorlesen, wenn es nicht allzu lange Texte sind. Oder halt interessante Texte. Welche Texte, die ich nicht interessant finde, lasse ich einfach links liegen. Aber ich werde das, soweit es geht, vorlesen, solange es, wie gesagt, interessant ist. Ja, erstmal gucken wir, was wir hier... Zigaretten nehmen wir mit, weil die sind viel wert. So, hoppala. Wir machen hier Randale und wir gehen mal ans Sicherheitsterminal. Vielleicht finden wir da jetzt heraus, wer hier eingedrungen ist. Das heißt Sicherheitshinweisung. Sicherheitsanweisung, okay. Das ist einfach nur, Vault 111 ist dafür ausgelegt, die Langzeitwirkung des Scheintods bei unwissenden menschlichen Testobjekten zu ermitteln. Was? Wir sind Versuchsobjekte gewesen. Das Sicherheitspersonal ist für die Integrität der Anlage und für die Überwachung der wissenschaftlichen Mitarbeiter verantwortlich. Aha. Mitarbeiter dürfen unter keinen Umständen von den ihnen zugewiesenen Pflichten abweichen. Aha. Was Insubordination oder Behinderung des Vaultbetriebs sind schwerwiegendes Vergehen. Das Sicherheitspersonal ist zur Anwendung tödlicher Gewalt autorisiert. Alles klar. Anarchie. Wollen wir uns das echt durchlesen? Wahrscheinlich stehen da so Sachen drin wie: Der Aufseher hat immer recht.
Aufnahme von Bewohnern. Wir machen es aber mal. Vielleicht stehen da Sachen drin, aber das ist vielleicht interessant. Entwarnung und Evakuierung. Entwarnungsnachricht. Nach einem nuklearen Zwischenfall überwacht Voltec die Oberfläche nach Anzeichen für resultierende Gefahren wie erhöhte Strahlung, feindliche Streitkräfte, weitere Angriffe und andere Fraktionen. Sobald die äußeren Bedingungen als sicher eingestuft werden, erhält dieses Terminal eine Entwarnungsnachricht. Nach Eingang der Entwarnungsnachricht kann das Voltec-Personal nach Ermessen des Aufsehers evakuiert werden. Nach Ermessen des Aufsehers, das heißt, er bestimmt, wer geht und wann. Nachrichten von Organisationen oder Personen, die nicht mit Voltec in Verbindung stehen, dürfen nicht beachtet werden. Einschließlich Nachrichten der Regierung und des Militärs. Okay, somit stellt sich Voltec über die Regierung. Im Kälteschlaf befindliche Bewohner dürfen nicht gestört oder evakuiert werden. Dürfen nicht gestört werden? Okay. Voltec-Mitarbeiter werden sich ferngesteuert um sie kümmern. Nachdem das Personal von Vault 111 evakuiert wurde. Also, okay, alles klar. Sie sagen also, wir bleiben hier, egal was passiert. Vault 111 wird als kurzfristige Anlage eingestuft. Personal, das nicht im Vault lebt, führt so lange Forschungsarbeiten und grundlegende Wartungsarbeiten durch, bis sie das Entwarnungssignal zur Evakuierung erhalten. Ja, klar. Sollte keine Entwarnungsnachricht von Voltec eintreffen, ist es dem Aufseher gestattet, das Personal nach 180 Tagen der Abschattung zu evakuieren. Unter keinen Umständen ist es den Mitarbeitern von Vault 111 gestattet, dem Vault während dieser Schutzzeit zu evakuieren. Es sei denn, sie erhalten eine Entwarnungsnachricht von Voltec. Okay. Alles klar. Was waren die Bedingungen, dass sie uns aufgenommen haben? Nach Erhalt der Aktivierungsnachricht von Voltec hat sich das gesamte Personal im Eingangsbereich einzufinden, um bei der Aufnahme der... Okay, blablabla. Evakuierung, das ist nun die Forschungspersonal, ist für die Aufnahme der Bewohner zuständig und eskortiert sie dann, das hatten wir alles schon. Befinden sich alle Bewohner in ihren Reservierungskapseln? Sind in Gewahrsam genommene Personen zu entsorgen. Oh. Der versiegelte Vault-Eingang darf unter keinen Umständen geöffnet werden. Okay, also das hat nichts mit... Okay. Das waren wir gerade, ne? Genau. Was haben wir hier noch? Sicherheitsaufzeichnungen. Samstag. Wollen wir die lesen? Die lesen wir. Also ich lese die ganz gerne. Oh Gott, es ist tatsächlich passiert. Die Welt geht unter. Wir haben die Bewohner gerade so reinholen können. Es haben nicht alle geschafft. Jetzt sind nur noch wir und die Eisklötze hier. Ich verstehe es nicht. Die Eierköpfe haben mir versucht zu erklären, dass es Teil eines großen Experiments ist, sie einzufrieren. Für eine bessere Zukunft oder so. Ich weiß nicht. Irgendwie ist es falsch, dass wir ihnen immer freundlich zugelächelt haben, bevor sie von uns auf Eis gelegt wurden. Hätten wir es ihnen nicht sagen sollen? Okay, das ist, ja, auf Eis gelegt wurden. Das ist schon so sehr zweideutig. Wir wurden verarscht. Also, er hat uns nicht gesagt, warum wir hier sind, weshalb. Klar, wir wurden angelogen und wir sind ein Teil eines Experiments, aber das wissen wir ja schon. Okay, mal gucken, wie es weitergeht. Zwei Monate später. Weihnachten unter der Erde. Hab mich mit den anderen Jungs von der Sicherheit und den Verwaltungsmitarbeitern zusammengetan und eine kleine Party geschmissen. Das beste Geschenk des Abends war ein Fancy Let's Kuchen, der nicht zu dröge war. Keiner der Wissenschaftler ist gekommen. Der Aufseher auch nicht. Ich verstehe die nicht. Versuchen sie, etwas vor uns zu verbergen? Noch ein Geheimnis der Firma, das nur für die hohen Tiere bestimmt ist.
Ach egal. Nur noch ein paar Monate. Dann sollte das Entwarnungssignal kommen und wir können uns endlich an den Wiederaufbau machen. Ja, und hier hört man jetzt, dass die Mitarbeiter und das hohe Personal nicht befreundet waren. Nicht so wichtig. So, dann, das ist der 14. März. Moment. Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März. Fast ein halbes Jahr. Nur noch ein paar Wochen. Dann ist die obligatorische Schutzzeit vorbei. Die Leute drehen schon langsam durch. Einige glauben sogar, dass es kein Entwarnungssignal geben wird. Hier unten können wir nicht mehr lange bleiben. Das steht zumindest schon mal fest. Und ich meine damit nicht, dass ich seit über 6 Monaten denselben Pauseraum und dasselbe Bett anstarren muss. Ich meine damit, dass wir nur noch Lebensmittel für ein paar Monate haben. Höchstens. Der Aufseher wiederholt immer nur, dass wir Geduld haben und uns auf die Arbeit konzentrieren sollen. Er verheimlicht uns etwas, da bin ich sicher. Hier geht irgendwas Übles vor, das spüre ich. Ja, hier sehen wir jetzt, dass der Aufseher, die haben natürlich irgendwas Böses vor, ist natürlich sehr, sehr eindeutig. Jetzt ist schon ein halbes Jahr vergangen, wir haben ja vorher gelesen, ein halbes Jahr Maximum. Dann sollen wir rausgelassen werden, beziehungsweise Personal, wir nicht. Mal gucken, was jetzt passiert ist. Die Haupttür zum Vaultausgang ist defekt. Der einzige Weg nach draußen führt durch den Fluchttunnel des Aufsehers. Wie praktisch für ihn. Er lässt die Tür zu seinem Büro rund um die Uhr von einem Mitarbeiter des Wissenschaftlerteams bewachen. Sie haben sogar einen kleinen Kontrollpunkt eingerichtet. Wurde heute Abend zu einem Treffen eingeladen. Nur für Leute von der Verwaltung und der Sicherheit. Klingt, als gäbe es noch mehr Unzufriedene. Okay, es gibt Unzufriedene und eine Revolution findet statt. Also ist kurz davor zumindest. Und mal gucken, der letzte Eintrag in groß geschrieben. Mal gucken, was passiert ist. Es kommt kein Entwarnungssignal von Voltec. Wir müssen hier raus. Wir haben kaum noch etwas zu essen. Ich hätte Stanley fast umgebracht, weil er einen Salzkracker auf dem Boden fallen gelassen hat. Ein paar von uns haben mit dem Aufseher darüber gesprochen, den Vault zu öffnen. Ich hätte nie gedacht, dass ein so kleiner Mann so laut schreien kann. Jetzt hat er sich mit dem Wissenschaftlerteam in sein Büro eingeschlossen. Wir sollen ihm unsere Lebensmittel, unsere Waffen und unsere Medizin übergeben, sonst hätten wir mit Konsequenzen zu rechnen. Ich habe mit allem geredet. Es ist soweit. Wir verlassen jetzt den Vault. Auf die eine oder auf die andere Weise. Okay, der Aufseher hat sich über andere gestellt. Und das ist nicht so gut. Würde ich auch nicht gut finden. Ja, wir wissen, was passiert ist. Es gab eine Revolte hier. Und wo es eine Revolte gab, gibt es Leichen. Wahrscheinlich werden wir gleich auf ein paar Leichen taffen. Weiter geht's. Ich finde das so sehr interessant, auch die Geschichten, die dazu erzählt werden. Ich mag das ja sehr gerne, wie ihr das ja vielleicht durch die Live-Let's Plays von Elder Scrolls gesehen habt. Oh shit, wir haben keine Waffe. Weil wir den so umboxen, wa? Ja, müssen wir. Ah, komm her, du Sau. So. Dafür, dass Hühn nicht so stark ist, kann sie ganz schön zuschlagen. Riesenkakerlaken? Was zum Teufel? Kakerlake. Das Fleisch nehmen wir mit. Das können wir gebrauchen. Aber wir gehen erstmal. Ne, da geht's richtig. Alter. Das Elektro. Okay, Moment. Wir gucken uns hier mal um, ob wir hier noch ein bisschen was zu essen. Da ist noch ein Terminal. Das gucken wir uns gleich mal an. Ich liebe Terminals. Aber ob wir hier ein paar Waffen finden? Das sieht aus wie eine Kantine. Vielleicht finden wir zumindest was zu essen. Hier haben wir ein Freizeitterminal. Na, ja, das ist so ein Minispiel. Moment. Ja, das ist nicht wichtig. Es ist. Ich spiele es einmal kurz vor. Für diejenigen, die es sehen wollen. Es ist so ein bisschen wie Donkey Kong, das allererste.
Oder King Kong, Donkey Kong heißt es, glaube ich. Ja. Und go. Nur mit Atombomben und Riesen, was auch immer das ist. Da ist ein Helm. Hier eine Rüstung bekommen. Oh. Haben sie unbesiegbar gerade. Hat sich auch nicht gelohnt, wirklich. Oh, oh. Da war Springen, ne? Alles klar. Jawohl. Geschafft. Level 1 geschafft. Nächstes Level. Hier geht es schon ein bisschen schwieriger zu. Ah ne, wir gehen mal hier hin. Ah, jetzt geht's zurück. Okay. Dann. Da ist ein Helm, den will ich haben. Oh je. Und tot. Na toll. Gut, ihr kennt das Spiel. Ja, aufhören. So. Ich möchte das richtige Spiel weiterspielen. Wir gucken weiter, was es hier noch so gibt. Wir haben eine Kochplatte. Na, die braucht man noch nicht. Die kann man später mal gebrauchen. Man kann hier in, ich wollte schon sagen, in Skyrim, in Fallout 4 kann man Sachen einsammeln und die später auseinandernehmen. Elektronikteile und so ein Kram. Dafür ist das vielleicht wichtig, aber für den Anfang ist es erstmal egal. Die können wir uns sowieso später nochmal erholen. Aber hier ist nur ein Bett und sonst nichts. Es gab, ja, wie gesagt, es gab eine Revolution, eine Revolte. Somit ist das eigentlich ziemlich egal, glaube ich. Also hier wird nichts sein. Die werden ihre Sachen gepackt haben und go. Oh. Ist das Viech tot? Ja, es ist tot. Wir gehen mal hier lang. Da liegt schon der erste Tote. Oh, ich will das Fleisch haben. Ist genommen? Ich weiß nicht. Wow, angegriffen. Aua. Weg, weg, au. So. Das Fleisch. Das Fleisch ist wichtig. Ah, wir haben kaum Schaden bekommen, alles gut. Hier ist schon der erste Tote. Wow, Moment, der ist ja schon abgenagt bis auf die Knochen. Das bedeutet, der hat wahrscheinlich nur Oh, Moment, hier ist noch irgendwo einer. Da. So, alter Höhen, hast du einen Schlag drauf. Einem Schlag so ein Viech kaputt gemacht. Was wollte ich gerade sagen? Der wird wohl nur... Was ist hier passiert? Wo sind alle? Okay, man kann ihn gar nicht looten. Hier ist hier ein Brief? Nee, ist aber nur ein Clipboard. Ja, es gab eine Revolte. Wie gesagt, Fräulein, das hast du gerade gelesen. Von da sind wir gekommen. Dann gehen wir wieder hier lang. Und da ist noch eine Kakerlake. Au! So. Oh, noch einer. Nicht gesehen. Ich bin aber auch blind. Okay. Damit haben wir wieder zwei platt gemacht. Und es geht weiter. So, da ist anscheinend, hier war die Revolte. Den haben sie erschossen. Hat er ein Loch im Schädel? Ne, aber es sind Einschusslöcher hier, da. Und hier, alles voll. Naja, die haben sie platt gemacht. Den haben sie platt gemacht. Also es muss Überlebende geben. Vielleicht finden wir Leute, die... Oh, hier ist eine Pistole. Sehr nice. Da haben wir noch eine 10mm Patrone. Noch ein paar Stimpaks. Die Medipacks hier in diesem Spiel. Oh, eine Waffenkammer anscheinend. Noch mehr Munition. Noch eine Pistole. Nehmen wir auch mit. Was ist das? Ein Koffer für Kyrolator. Da drin ist irgendwas. Nett. Dich hole ich mir später. Okay, muss ich mir merken, dass hier noch was ist, was wir uns holen sollten? Können wir ihn denn looten, zumindest den Aufseher? Ist das alles, was noch übrig ist? Den haben sie platt gemacht. Dann gehen wir nochmal hier rein. Wir gucken uns gleich das Terminal nochmal an, aber erstmal. Zigarettenpäckchen nehmen wir auch mit, natürlich.
In der Kommode ist nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Das ist Zielen, okay. In der Patronen, gut, dass wir hingegangen sind. Guck mal, ihm geht's gut. Er hat eine eigene Dusche. Oder ihm ging es gut, um ehrlich zu sein. Ja, und ich würde sagen, in der nächsten Folge lesen wir uns mal durch, was hier passiert ist. Ich kann es mir schon denken. Aber aus der Sicht des Aufsehers das Ganze zu sehen, ist auch nochmal eine interessante Sache. Eine Brille, die nehmen wir. Die setzen wir auch gleich auf. Und ich würde sagen, dann geht's in der nächsten Folge weiter. Bis denn. Bye bye.